Hallo und willkommen hier zu Yu-Gi-Oh! News wieder, und zwar hier die japanische Releases von den Card von Extreme Force, das nächste Booster Set, das nächste große zumindest. Davor gibt es ja noch das kleine, das mit den Spirit Monster und so weiter und den 6 Samurai. Und hier haben wir da mal wieder so ein, wie schon in den letzten Dingen, also nicht in Circuit Break, sondern davor war auch schon so ein Zombie-Mädchen. Diesmal ist es ein Zombie-Junge. Ja, ist sogar ein normales Monster. Stufe 4, 2000 Angriff. Dann hier ein Lockout-Gardner. Ja, ich meine, lesen könnt ihr selber, das wird jetzt ein bisschen länger sonst dauern, wenn ich alles nochmal vorlese. Einfach immer stoppen, durchlesen. Und weiter geht's dann wieder. Lockout-Gardner. Ja, okay. Es ist ein Cybers-Monster, also gehört es zu den Cybers-Themendeck meistens wahrscheinlich dazu, also sollte man das dann eh mehr spielen. Naja, machen wir weiter. Dann hier Stripping Partner, ebenfalls ein Cybers-Monster. Und kann nicht als Normalbeschwörung beschwört werden oder besetzt werden, muss als Spezialbeschwörung beschwört werden. Okay. Und auch nur, wenn ein Monster-Effekt, das aktiviert ist, negiert wird auf dein eigenen Feld, kann man den erst als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Also jetzt nicht so gut. Dann hier Flick-Clown, ebenfalls ein Cybers-Monster. Wenn man zwei oder mehr Cybers-Monster kontrolliert, außer diese Karte, und man hat keine Karte in der Hand, kann man 1000 Lebenspunkte zahlen und eine Karte ziehen. Auch nicht so gut. Dann Bitlooper, ebenfalls wieder ein Cybers-Monster, Stufe 4. Man kann ein Level 2 oder ein niedriger Monster von der Hand auf den Friedhof schicken und diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Okay, das geht halbwegs, aber jetzt auch nicht so. Oh, Battling War Dragon, das ist vom Anime vom Revolver gespielt worden. Ist ein Drache, Stufe 6. Kann nicht als normal oder als normal beschwert werden oder gesetzt werden, muss als spezial beschwert werden mit seinem eigenen Effekt. Wenn ein Link, wenn man eine Link-Beschwörung macht, man kann diese Karte von der Hand als Spezialbeschwörung, und wenn man dies tut, darf man zwei 10-Marken auf diese Karte setzen. Kein Spieler kann Link-Beschwörungen machen, dessen Link, dessen Link-Anzahl, sage ich mal, höher als die Zählmarken auf diesen Monster sind. Die können auch nicht angreifen. Also nein, Monster können auch nicht angreifen, außer Link-Monster. Ja, das ist sogar eigentlich ziemlich gut. Und wenn ein Link-Monster beschworen wird, muss man zwei solche Zählmarken entfernen. Und während der Standby-Phase bekommt diese Karte eine Zielmarke. Also das ist eigentlich ist sie ziemlich gut. Gegen Linkspieler, aber auch für Linkspieler. Weil man beschwört dann einfach immer selber die ganzen Zielmarken weg sozusagen, dass der Gegner nichts hat und kann keine Linkmonster beschwören und er kann nicht mit Monster angreifen, außer Linkmonster. Also wenn er keine hat, kann er nicht mal angreifen. Dann muss er das erst mal vernichten. Nicht so schlecht. Dann, ja genau, die ganzen Raketen, Monster, sag ich mal, sind da jetzt auch noch mehr drinnen von Revolver. Ja. Lest es einfach selber. Ich mag das jetzt eigentlich nicht so, das Archetype. Mir gefällt der vorige Drache da, der Beltling Waldrang, der gefällt mir sehr gut. Die Raketen oder Bullet Monster, je nachdem, sind jetzt nicht so mein Ding. Okay, hier dann noch mehr Metal Bullet Dragon oder Metal Rocket Dragon. Als kinderfreundlicheres Spiel. Dann Tindangle Angel, ich glaube, die sind wieder sehr gut. Das ist auch ein Anime von diesen einen Security Chef da gespielt. Ja, Flip-Effekt Monster, genau. Man kann so ja dann eigentlich, also das ist zumindest ein Flip-Effekt Monster, als kann man da auch das Subterra Link Monster damit verbinden vielleicht. Okay, wenn die geflippt wird, man kann als Spezialbeschwörung ein Flip Monster von Hand oder Friedhof in die verdeckte Verteidigungsposition außer ihn selber
Dann beendet die Battlephase, wenn es in der Battlephase des gegnerischen Zuges aktiviert wurde. Okay, es ist nicht so schlecht. Kann man sogar eigentlich in Subterra auch einfach so reingeben. Dann Tintagel Base Gardener. Es ist kein Flip-Effekt-Monster, okay. Man kann diese mit der Methode 1 als Spezialbeschwörung beschwören, wenn man ein verdecktes Verteidigungsposition-Monster kontrolliert, kann man diese in Verteidigungsposition beschwören. Okay, gar nicht so schlecht. Wenn ein anderes Monster normal oder Spezialbeschwörung beschworen wird, wo ein Link-Monster hinzeigt. Also ein gegnerisches Link-Monster hinzeigt. Und man kontrolliert diese offene Karte, kann diese Karte tributen und ein Tintagel-Monster von der Hand oder vom Deck offen in die Angriffsposition oder verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Auch nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut. Dann Tintagel Hound. Das ist jetzt wieder ein Flickmonster. Man kann ein offenes Monster auf dem Feld wählen, außer diese Karte. Diese bekommt ATK gleich dem originalen ATK des Ziels. Und dann das Ziel muss man dann in verdeckte Verteidigungsposition bringen. Auch nicht so schlecht. Okay, es ist Level 7, das ist eher mehr Problem. Dann jedes Monster, das der Gegner kontrolliert, verliert 1000 Angriff. Für jedes Monster, das es gelinkt ist. Okay. Und wenn diese Karte zerstört wird, entweder Kampf- oder Karteneffekt und in Friedhof gesendet wird, man kann ein verdecktes Monster auf dem Feld wählen und es in die offene Verteidigungsposition schicken. Das ist nicht so schlecht. Problem ist, dass es Stufe 7 ist, aber sonst. Noch ein Tintagel Apostel. Okay, ist auch wieder ein Flip-Effekt-Monster. Man kann drei, also bis zu drei verdeckte Verteidigungspositionsmonster auf dem Feld, also auf deinem Feld oder unserem Feld, auf seinem Feld, sag ich mal, in die offene Verteidigungsposition schicken. Oder switchen oder aufdecken oder ja, kleben. Und dann kann man Tintagel-Cards, also Karten vom Deck in die Hand holen, gleich der Anzahl der Monster, die dadurch in die offene Verteidigungsposition gebracht werden. Wenn alle diese Monster Tintagel-Monster sind, das ist wieder das Problem. Sonst wäre es ziemlich cool gewesen, wenn es nicht so wäre. Aber es ist trotzdem eine ziemlich gute Sucherkarte, würde ich mal sagen. Dann Tintagel Intruder, da geht es noch weiter. Ach, ist wieder ein Flickmonster. Man kann eine Tintagel Card, also Karte, vom Deck in die Hand schicken, Hand holen, okay. Diese Karte ist normal beschworen. Man kann eine Tintagel-Karte vom Deck in den Friedhof geben, wenn ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört wird, in die verdeckte Verteidigungsposition. Und diese Karte ist im Friedhof. Man kann diese Karte dann vom Friedhof in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Okay, es hat 0 Verteidigung, das ist jetzt nicht so gut, aber der Effekt ist jetzt auch nicht so schlecht. Okay, dann sind die ganzen Jack Knights, die habe ich schon mal beschrieben. Hier dann nochmal der Effekt. Falls wer das sehen will, ansonsten schaut euch das andere Video an, da habe ich es ein bisschen beschrieben, also ich habe es versucht zumindest. Da gibt es noch da den nächsten Jack Knight auf der Wendant Gale, Jack Knight auf der Amber Shade, anscheinend haben die jetzt andere Namen, glaube ich, jetzt sogar. Golden Blossom, Crimson Lotus, okay, dann der Cobalt Depth. Oder wie man es auch jetzt ausspricht. Dann Lavender Dusk. Und das World Legacy World Shield. Das dritte von den sieben World Legacies. Okay, da ist der Dings. World Legacy Card Control, diese Card Control, cannot be targeted by auto server opponent card effects. Okay. Also der zweite Effekt
beschützt sich selber auch. Kann nicht als Ziel gewählt werden oder zerstört werden durch Karteneffekte. Und es ist unberührt von Monster, wenn es im Monat zu tun ist. Okay, von welcher als Spezialbeschwörung gestört, von Wechselweg beschworen wurden. Okay. Und einmal pro Spielzug während der Standby-Phase. Wenn diese Karte im Friedhof ist, man kann 1000 Lebensmittel bezahlen. Diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören. Wenn, also nein, dann darf der Gegner dasselbe machen, von Hand oder vom Friedhof. Okay, eigentlich ist das ja ziemlich gut. Verteidigung 3000 kann nicht als Ziel gewählt werden, auch nicht durch Karteneffekte zerstört werden. In Discard Column. Until Discard's name is changed. So that it no longer includes whatever. Was? Okay, das verstehe ich jetzt nicht, den zweiten Teil. Solange der Kartenname geändert ist. Also solange nicht, wahrscheinlich eher mehr. Okay, dann hier die ganzen guten Karten, die was. Also ich meine, Chipmunks sind schon sehr gut, aber das ist jetzt auch noch sehr gut, weil das kann man glaube ich überall reinhauen. Außer den Pendeldecks vielleicht, was nicht so gut, aber naja. Magic Beast Chakar oder Mythical Beast Chakar. Das sind der Pendulum-Monster, die ganzen Mythical Beasts, die was jetzt rauskommen, im Gegensatz zu einem, was es ja schon gibt. Und die benutzen alle wieder die Zauberzielmarken. Hier, da ist zum Beispiel, wenn man keine andere Karte in der Pendulum-Zone hat, kann man ein offenes Monster, was man kontrolliert, oder eine offene Karte, meine ich, die man kontrolliert, was. Also welches eine Zauberzielmarke oben hat, diese Karte zerstören. Und wenn man das tut, kann man eine Zauberzielmarke auf diese Karte setzen. Und jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, darf man wieder eine Zauberzielmarke hier drauf setzen. Und man kann drei Zauberzielmarken für diese Karte oder von Karten halt, die man so kontrolliert, weggeben. Dann diese Karte jetzt rebooten und einen Mythical Beast Effektmonster vom Deck als Spezialbeschwörung beschwören, außer denen selber. Zum Beispiel hier Mythical Beast Garuda. Der ist auch Rang 4 oder Pendelstufe 4, meine ich. Wenn man keine andere Karte in der anderen Pendelzone hat, also wieder dasselbe, kann man eine Zauber- oder Fangkarte auf dem Feld wählen und beide Karten zerstören. Also diese und die andere. Monster-Effekt. Okay, man kann es in einmal einsetzen. Wenn der Gegner eine normale oder Spezialbeschwörung macht, man kann drei Zauberzielmarken vom Karten, die man kontrolliert, entfernen. Und man kann diese Karte von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören und das gegnerische beschworene Monster in die Hand zurückschicken. Und jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, darf man eine Zauberzielmarke auf diese Karte legen. Dann haben wir noch Mythical Beast Medusa. Ebenfalls Pendelskala 4. Wenn man wieder dasselbe Effekt, wenn man keine andere Pendel, also Karte in der Pendelzone hat, man kann ein Monster im Friedhof wählen. Was? Ein Monster, wo man eine was? Zauberzielmarke draufsetzen kann. Okay. Diese Karte zerstören, wenn man das tut, das Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn man das tut, eine Zauberzielmarke drauf setzen. Monster-Effekt ist, jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, darf man eine Zauberzielmarke auf diese Karte legen. Und einmal pro Spielzug, während der Battle-Phase, man kann zwei Zauberzielmarken von dieser Karte oder von Karten, die man kontrolliert, entfernen. Dann ein offenes Monster auf dem Feld wählen und die ATK und Defensive werden halbiert bis zum Ende der Runde. Ende des Zuges. Dann hier noch Mythical Beast Basilisk. Ebenfalls Pendelskala 4 und jeder dasselbe. Wenn man keine andere Karte in der Pendelzone hat, dann kann man diese Karte zerstören und wenn man das tut, darf man ins Main Deck einen offenen
Magier, Pendulum Monster vom Extra Deck mischen und dann eine Karte ziehen. Auch gar nicht schlecht. Bisschen recyceln. Okay, der Monster-Effekt ist, jedes Mal, wenn eine Zauberkarte gewählt ist, darf man eine Zauberzielmarke draufsetzen. Okay, man kann drei Zauberzielmarken von dieser, also von Karten, was man kontrolliert, entfernen und ein Mythical Beast Karte. Das ist entweder in Pendelzone oder offen in der Extra Deck ist, in die Hand zurückschicken. Und dann haben wir noch eines, ein Mythical Beast King Chakar, ebenfalls Pendelskala 4. Ich könnte das eigentlich alles da einmal sagen, Tonaufnahme abspielen, nochmal, ist ja eh fast dasselbe. Aber immer die anderen Effekte sind ja auch eigentlich ziemlich gut. Dann, wenn man das, okay, blablabla, das ist meistens schon alles, man kann dann diese Karte zerstören und wenn man das tut, ein offenes Mythical Beast Pendulum Monster vom Extra Deck als Spezialbeispiel beschwören. Außer ihn selber. Das Problem ist ja, wenn man das macht, dann muss es in eine extra Monsterzone kommen. Und jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, darf man zwei Zauberzählmarken. Auf diese Karte 2, oh, die ist sogar besser. Wahrscheinlich, wenn man Level 6 ist. Zwei Zauberzählmarken darauf setzen und einmal pro Spielzug, wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, kann man zwei Zauberzählmarken entfernen und den Effekt annullieren und wenn man das tut, ihn auch zerstören. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Karte, weil man setzt einfach selber Zauberkarten da und dann kriegt er schon zack, 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 klappt Zauberzählmarken und kann schon einen Effekt annullieren. Oh, da ist noch eins. Mythical Beast Master Cerberus mit Level 8. Der Effekt hat... Okay, Pendulum Skala 4, ja, eh klar. Wenn man wieder kein Blablabla hat, dann kann man diese Karte zerstören. Wenn man das tut, darf man sich eine Hand, einen Level 7 oder niedriger Mythical Beast Effect Monster vom Deck holen. In die Hand Monster Effect jedes Mal, wenn eine Zauberkarte gewählt ist, zwei Zauberzählmarken drauf. Yeah. Während man vier Zauberzählmarken auf Karten hat, die man kontrolliert, kann diese Karte nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Sehr gut. Und einmal pro Spielzug, man kann vier Zauberzählmarken von Karten, die man kontrolliert, entfernen, dann ein Monster, das der Gegner kontrolliert, wählen, es verbannen und wenn man das tut, bekommt diese Karte Angriff in der Höhe des originalen ATK vom verbannten Monster bis zu Ende der gegnerischen Zuges. Die ist jetzt wirklich sehr gut. Man kann daraus wirklich einen Zauberkarten. Okay, jetzt ist antimagischer Duft und schon ist das ganze Deck im Arsch. So halbwegs. Okay, dann hier Artefakt. Mjolnir. Ein neues Artefakt-Monster. Okay, ja, man kann es wieder in Zauberfallenpattenzone setzen. Wenn der zerstört wird, darf man es spezialbeschwören. Also wenn Zauberzahlen gefallen konnte, zerstört ist, darf man das Spezial beschwören. Wenn man das in der gegnerischen Runde beschwören wird, darf man ein Artefaktmonster im Friedhof wählen. Man kann kein anderes Monster Spezialbeschwörung beschwören aus Artefakt und dann diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Das, was man heute gewählt hat. Okay, hier noch ein Angrappler, ein Fischer auf jeden Fall. Okay, da kann einfach nur beschwören, wenn man da was. Wenn der einen direkten Angriff wirklich. Wow, okay. Wenn der einen direkten Angriff macht, dann darf man einfach am Monster im Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Gut, dann haben wir hier noch Jan Shimatsu. Flip-Effekt-Monster. Man kann sie, wow, einmal pro Runde in die feste Position bringen. Und wenn der geflippt wird, man kann eine Karte ziehen und eine Karte abwerfen. Ja, wenn das Abwerfen nicht so da wäre, dann wäre es sogar für Subterra sogar halbwegs gut. Dann, das haben wir schon erklärt, in einem anderen Video, einfach mal nachschauen. Dann, Mikuratori. Okay. Main Monster Zone, which is, when's links ist, dann bekommt es 1000 Angriffe Verteidigung. Wenn es rechts ist, kann es zweimal angreifen. Wenn es in der Mitte ist, kann es wieder durch gegnerische Karten
gewählt oder zerstört werden und andernfalls, also so Zwischendinger da, Monster können in dieser Reihe ihre Effekte nicht aktivieren. Okay, im Standard Shot ist das eigentlich vielleicht sogar gut. Das machen wir, der will. Okay. Wenn der durch den Kampf zerstört ist, kann man einem Level 4 oder niedriger ungeheuer Monster vom Deck in die Hand holen. Okay, ja, vielleicht der Ungeheuer oder irgend sowas. Denso Ginjin Elekinesis oder Data Transfer Vatikinesis. Psychik. Ja. Inspector Border, Maschinenmonster. Hier liest ihr euch einfach das selber durch. Es sind so viele Karten. Oh, da haben wir sogar noch einen Dino. Einen neuen. Overtix Codeless. Man kann 5 verwandte Dinosaurier ins Main Deck mischen, dann kann man den in der Spezialbeschwörung beschwören. Einmal pro Spielzug, wenn der Gegner eine Zauberfallenkarte aktiviert. Man kann eine Dino in der Hand oder auf dem Feld zerstören und dann die Aktivierung annullieren, die Karte zerstören. Wenn diese Karte ist, also kommt in den Friedhof durch einen Karteneffekt, dann darf man eine Evolutionspille Zauberkarte vom Deck in die Hand holen. Okay, nicht so schlecht, seit das ein 7 Angriff. Aber 5 verbannte Dinosaurier ist schon sehr heftig. Oh, ein neues C, ein kontaktierende C. Oder C, oder je nachdem. Wenn der Gegner normal oder spezialbeschwert ein Monster, kann man diese Karte von der Hand aufs gegnerische Feld in der Verteidigungsposition beschwören. Okay. Der Gegner kann, wenn er diese Karte rolliert, kann nicht. Also der Besitzer jetzt dieser Karte kann nicht Fusionssynchro, Exit-Link. Außer benutzen dieser Karte. Ja, ich meine, Link beschwören kann doch jeder mit der Karte. Das ist nicht so gut. Dann hier, Xcode Talker. Das neue Cybers Monster, Link Monster. Okay, das ist, der Zeiteffekt ist gut. Wenn alle Monster, die da gezeigt werden, kommen 5 Angriffe und können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Also wenn man den zweimal so nebeneinander hat, oder den anderen, diesen Drachen da, der was nur 2 Monster braucht. Ich weiß jetzt leider nicht den Effekt. Falls ein anderer zerstört werden würde, kann man stattdessen eine Karte zerstören, kann man stattdessen eine Karte zerstören, die was darauf zeigt oder so. Obwohl, das ist ja blöd bei dem. Okay, vergiss das. Dann Underglock Taker, noch ein Cybers Monster. Ich bin nicht so ein Fan von Cybers Monster eigentlich. Und dann hier Vector Square Demon oder Vector Square Archfiend. Okay, kann Spezialbeschwörung beschwören. Und kann jetzt halt einen Angriff machen. Also er beschwört einfach das gegnerische Monster nochmal und kann nochmal angreifen, sozusagen. Den habe ich schon mal beschrieben in einem anderen Video. Recovery Sorcerer. Okay, das Cybers Monster braucht ihr wieder. Kann einfach Link Monster beschwören. Ja, aber es wird wieder zerstört in der Endphase. Dann Secure Gardener. Braucht ein Cybers Link Monster. Okay. Man kriegt keinen Effektschaden. Also wenn diese Karte speziell schon war, das vertritt es auf eine Runde gut, aber sonst auch nichts. Dann hier die Rocket Monster, Link Monster. Jetzt braucht aber nur 2 Monster aus der Tokens, also man kann es einfach so beschwören. Ist jetzt nicht so schlecht. Okay, ich habe... Ah, Triangle Arcus Cerberus. Okay, braucht 3 Triangle Monster. Okay, diese Karte bekommt 3000, werden 3 oder mehr Triangle Monster in verschiedenen Namen. Auch inklusive Triangle Base Gardener im Friedhof sind, wenn diese Karte 500 Angriff, also kriegt 500 Angriff für jedes Triangle Monster, was darauf zeigt. Und diese Karte, wenn der angreift, Ende der Battlephase, man kann ein Triangle Token beschwören. Also am besten da, wo er hin zeigt, dann kriegt er nochmal 500 dazu. Kann also bis zu 4000 Angriff dazu kriegen, einfach so. Nicht so schlecht. Ein neues Altergeistmonster, okay.
bekommt Angriff auf alle Altergeistmonster, wo es hinzeigt, also eigentlich nur eines immer, wenn eine Zauberfallenkarte aktiviert wird. Spelltrap or Spelltrap Effect, okay. Also oder auch ein Effekt aktiviert wird. Man kann ein Altergeistmonster als Tribut bieten, was das drauf zeigt und die Aktivierung negieren, wenn man das tut, zerstören. Wenn die auf den Friedhof kommt, kann man eine Altergeistkarte vom Deck in die Hand holen. Gut, das habe ich auch schon da erklärt, der Jack Knight of the World Scar. In einem anderen Video. Dann Scalded, the Chained Draco Serpent. Okay, ein Draco. Nicht so schlecht. Okay, mal schauen. Zwei oder mehr haben wir verschiedene Namen. Also, je nachdem, wie viel Link-Material jetzt man benutzt hat. Es ist ein Link 4 Monster auf jeden Fall mal. Wenn man nur zwei Monster hat, also Link-Monster und dann noch ein anderes. Dann, oder zwei Link-Monster. Eine Monster ist normal durch Spezialbeschreibung geschaltet, in einer Zone diese Karte zeigt, also in der die Karte zeigt. Sonst verliert 300 Angriff und Verteidigung. Ja, okay. Nicht so schlecht. Das ist scheiße. Okay, einmal, und wenn es 3 sind, einmal pro Runde, man kann ein Monster von einer anderen Spezialbeschwörung beschwören. Okay, das ist gut. Und 4, wenn diese Karte als Link-Beschwörung beschwört wird, man kann 4 Karten ziehen, dann 3 Karten von der Hand unter das Deck schieben in einer beliebigen Reihenfolge. So. Also plus eine Karte und dann noch aussuchen, welche man nicht haben will. Das ist nicht so schlecht. Dann hier die Generic Link Monster, die was einfach nur ein normal beschworenes Monster oder gesetztes Monster sogar. Gesetztes ist eigentlich sehr selten. Ist das überhaupt schon mal vorkommen? Ich glaube nicht. Ja, aber sonst kann es nichts. Hat keinen Effekt. Gut, dann das wie Master Boy und Mrs. Radiant nur mit Feuer. Und Wasser halt verloren, Ding. Dann hier lauter Zauberkarten noch. Linkage Hole. Wenn ein Link 4 oder höher Monster beschwert wird, kann es zerstören. Und, okay, naja. Dann Tenpin Rokugoku. Hier lesen. Cyberverse Monster, Link Monster, dafür zuschauen. Revolve Boot Sector. Für die Rocket Monster. Dann Nagel nur schon. Das ist für die Jungle Monster. Kann er nicht. In der Main Monster Zone kann nicht durch Kampf oder Karteneffekte zerstört werden. Das ist sehr gut. Der erste Kampfschaden wird verdoppelt. Und man kann sie einfach nochmal recyceln, indem man ein anderes von Deck in die Hand holt. Dann Euler-Zirkut. Wenn man drei oder mehr Tringelmonster kontrolliert, kann der Gegner nicht angreifen. Okay, man kann ein Tringelmonster, was man kontrolliert, den Gegner schicken. Okay. Obwohl man kann es in den Angriff schicken, einen Spielmarkt zum Beispiel, und dann angreifen, dann verliert das Sammelgefühl mit der Karte dann auch noch doppelt den Kampfschaden. Und dann dasselbe nochmal, man kann da eine Tingle-Karte oder ein Eulers-Zirkut vom Deck in die Hand holen, wenn man sie vom Friedhof verbannt. Dann Scars Left by World Legacy, das ist für die Jack Knight, habe ich schon alles besprochen, glaube ich. Hier nochmal ein Magic Boost, das ist für die Mythical Beast. Ein Glory of the Noble Knights, Noble Knights Karten, okay. Dann Power of the Gardens, auch wieder mit Zauber 10 Marken und so weiter, einfach selber durchlesen. Das ist Pendulum Paradox. Man kann zwei offene Pendulum Monster vom Exodeck mit derselben Pendulum Skala, aber mit verschiedenen Namen vom Exodeck in die Hand holen. Das ist sehr gut für die Pendulum Magier. Die ist cool, die brauche ich unbedingt. Ich hoffe, dass sie nicht Secret Rare oder irgend sowas ist. Oder wird. Dann hier eine neue Riesentornade. Aber nur gesetzten. Okay. Downbeat, das ist wie Trans modifizieren oder sowas, nur umgekehrt. Dann Asport. Okay, einfach nur verschieben.
Wow, was? Wenn die eigenen Lebenspunkte höher sind als die gegnerischen, kann man sie einfach mit der gegnerischen tauschen, da der Gegner höher. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber. Okay. Link-Monster. Cybernet Refresh mit Cybers Link-Monster. Dafür Rocket Monster, Training, Fallkarte. Okay, wenn man Battle-Schaden bekommt vom gegnerischen Angriff, während man drei oder mehr Tringelmonster im Friedhof hat, zerstöre das Monster, das angreift, dann Spezialbeschwöre ein Triangle-Akku Cerberus vom Extra-Deck. Oh, okay. Und wenn man keine Monster in Extra-Monster-Zone hat, man kann diese Karte vom Friedhof verbannen, dann drei Triangle-Monster mit verschiedenen Namen vom Friedhof aus. Wählen und diese Spezialbeschwörung die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das müssen jetzt jemand im Friedhof bekommen, aber sonst ist sie ziemlich gut. Dann Alter Geist, Monster, nicht Monster, Fallenkarten. Man kann ein Alter Geist Monster im Friedhof wählen. Spezialbeschwörung in Angriffsposition, wenn man das macht, die Karte ausrüsten. Wenn das Feld verliert, zerstört das ausgerüstete Monster. Man kann jetzt gerade vom Friedhof verbannen, ein Alter Geist Fallenkarte im Friedhof wählen und es in der Hand hinzufügen. Nicht so schlecht. Whispers of the World Legacy. Okay, das hatten wir schon. Das auch. Magical Burst. Wieder mit Zauberzielmarken. Ghost Trick. Eine Geistertrick. Karte, okay. Man kann das einfach als Exit-Material dann wählen und Exit-Monster beschwören und so weiter, ja. Call of the Archfiend. Okay, für Feindmonster eine Wiedergeburt sozusagen. Sensor, Separation, das sind irgendwelche solche Karten wieder. Hm. Das ist gut, wenn der gegnerische Spieler unterschiedliche Typen spielt, aber meistens sind sie immer dieselben. Eine Monsterzone, die nicht benutzt ist, vom Gegner wählen. Wenn diese Karte ist immer unbenutzt. Der Gegner kann keine normale Spezialschauung schon. Oh, zu den anderen, währenddessen das unbenutzt ist. Also benutzbar. Das ist eigentlich gut für Jack Knight, glaube ich. Sogar. Aber das ist eine normale Fallenkarte. Sie lebt für eine Runde. Okay. Wenn eine Zauberfallenkarte aktiviert wird, mit demselben Namen wie im Friedhof. Davon ist negieren. Ende der Battlephase wird zur Endphase. Und Gobaku eine Karte, die man kontrolliert. Und zerstört. Die ist selber kontrollieren und zerstören. Okay, gut. Das war's mal von diesen Extreme Force, ganzen Karten, die da rauskommen werden. Und dann bis zum nächsten Mal bei den nächsten News. Oh yeah.